Griffdorn ist ein Pokémon mit den Typen Geist und Flug, existiert seit der 4. Spielgeneration und kann sich zu Drift-Zeppeli entwickeln. Griffdorn ähnelt stark einem lilafarbenen Luftballon, der eine weiße Wolke als Haube trägt. Sein Gesicht besteht aus zwei schwarzen Augen und einem gelben Kreuz dazwischen, welches womöglich ein geflicktes Loch und somit einen Mund darstellen soll. Zwei fadenartige Gliedmaßen, an deren Enden sind jeweils, oder wo sich jeweils ein gelbes Herz befindet, hängen vom unteren Teil von Drifdlon herab. Shiny Drifdlon haben ein hellblaues Kreuz, ebenfalls hellblaue Herzen und sind hauptsächlich zitronengelb anstatt lila Farben. Dabei nutzt es vor allem sehr viele spezielle Attacken mit Windstoß, Bürde und Spukball oder auch physische Attacken mit Gegenstoß beispielsweise. Kann zudem die Fähigkeit Finalschlag haben, wodurch es dem Gegner mit einer finalen Attacke schadet. Oder die Fähigkeit Entlastung, wobei es, wenn es sein getragenes Item verliert oder verbraucht, seine Geschwindigkeit erhöht wird. Oder die versteckte Fähigkeit Hitzewahn, welche die Spezialfähigkeit seiner Entwicklungsreihe ist und deren Offensivkraft stärkt, wenn sie an einer Verbrennung leiden. Drifdlon lieben feuchte Jahreszeiten mit dem Herbst, wo die Pokémon in großen Schwärmen durch die Luft gleiten. Ursprünglich soll Drifdlon aus den Gefühlen von Menschen und Pokémon entstanden sein. Sein Körper besteht aus Seelen, die es entführt hat und wird bei jeder hinzukommenden Seele etwas größer. Es wiegt durch die Gegend auf der Suche nach kleinen Kindern und zerrt sie an ihre Hand, um sich mit ihnen anzufreunden. Da einige Kinder aufgrund ihrer kindlichen naiven Art Drifdlon für einen Ballon halten, folgen sie ihm und geben infolgedessen verloren. Schwere Kinder belasten Drifdlon aufgrund seiner geringen Kraft sehr. Nachdem es die Kinder ins Jenseits geführt hat, nimmt es ihre Seelen auf. Drifdlons Versuche, Kinder zu entführen, gehen aber nicht immer so aus, wie es sich das vorgestellt hat, dass es selber hinterhergezogen wird. Alte Völker nannten es einen Wegweiser für umherstreifende Geister, ein Name, der wahrscheinlich tiefere Verbindungen zu Drifdlons Verhalten hat. Zudem bevorzugt es feuchte und somit regnerische Jahreszeiten, wie den Herbst, was die Trostlosigkeit, Farblosigkeit und die womöglich mit Traurigkeit verbundene Absicht hinter Drifdlons Verhaltensmustern unterstreicht. Treibt man es zu sehr in die Enge, zerstört es sich manchmal selbst, dabei platzt sein Kopf, was alle darin gespeicherten Seelen mit einem lauten Schrei freilässt. Drifdlon kann seinen mit Luft gefüllten Körper ausdehnen und schrumpfen, um seine Gefühle gegenüber anderen Pokémon oder Personen auszudrücken. Drifdlon halten sich für gewöhnlich in der Nähe von Friedhöfen wie dem Hauroli-Friedhof auf. Dabei ist es der erste Teil der 2-Stunden Entwicklungsreihe und kann sich auf Level 28 zu Drift-Zeppeli weiterentwickeln. Dabei wird der Körper bedeutend größer und es erhält ein mit einem Luftschnitt oder einem Heißluftballon vergleichbares Aussehen. Zudem werden die beiden dünnen Schnüre zu 4 bandförmigen Armen erweitert. Und mit seiner Typenkombination ist es immun gegen Normal-, Kampf- und Bodenattacken, nimmt Viertelschaden gegen Käferattacken, halben Schaden gegen Gift- und Pflanzenattacken, doppelten Schaden gegen Gestein, Geist, Elektro-, Eis- und Unlichtattacken und der Rest macht normalen Schaden.